Hallo, ich bin Annalena Sting, das ist meine Freundin Jasmin Friedrichs. Wir haben im vergangenen Jahr zusammen unser Masterstudium abgeschlossen an der Fakultät 5 der Hochschule Hannover im Studiengang Bildungswissenschaft und Management für Pflege- und Gesundheitsberufe. Unser Schwerpunkt war der Bereich Management und der Vorteil dieses Studiums ist einfach für uns gewesen, dass wir unsere individuellen Schwerpunkte in den Modulen setzen konnten und unsere eigenen beruflichen, persönlichen Interessen verfolgen konnten. Für mich war es das Thema Gesundheitsförderung. Das habe ich immer versucht, in den Prüfungsleistungen auch unterzubringen. Jasmin hat das auch ähnlich gemacht in ihrem Studium. Genau, ich habe halt auch immer Prüfungsleistungen geschrieben, die zu meinem Arbeitsalltag gepasst haben und von daher war das für mich immer eine Win-Win-Situation. 2005 habe ich meine Ausbildung absolviert zur examinierten Altenpflegerin und 2015, 10 Jahre danach, habe ich angefangen, hier an der Hochschule im Bachelorstudiengang zu studieren. Ja, damals habe ich eine WG geleitet, war viel in der Pflege unterwegs und im Laufe der 5 Jahre bis zum Masterstudium habe ich jetzt meine Aufgabe als Abteilungsleitung gefunden. Das Studium hat mir total dabei geholfen. Ich habe viele Tools an die Hand bekommen, gerade im Managementbereich, auch Prüfungsleistung geschrieben, Projektmanagement. Dadurch konnte ich einige Wohngemeinschaften bauen und bin jetzt eigentlich froh, dass ich hier meinen Platz gefunden habe. Ja, zum Thema Freundschaften möchte ich sagen, wie wichtig das ist, dass man Freunde hat während des Studiums. Ich habe eine ganz wundervolle Freundin gefunden, die Anna, die neben mir sitzt und bin einfach froh, dass ich sie kennengelernt habe, denn sie hat mir viel geholfen. Auch im Studium gibt es manchmal schwierige Zeiten, wo man Freunde braucht und jemanden, der einen aufmuntert und das hat Anna für mich immer getan und ich bin ihr sehr dankbar und freue mich, dass ich sie auch über dem Studium hinaus noch habe. Ja, dem kann ich nur absolut zustimmen. Es ist sehr, sehr wertvoll und wichtig, auch Freunde zu finden während des Studiums. Aber es ist dann natürlich auch noch schöner, wenn es irgendwie Freunde fürs Leben sind, auch nach dem Studium. Also wie ich ja vorhin schon gesagt habe, wir haben das letztes Jahr abgeschlossen und es ist einfach immer noch genauso. Und ich bin sehr froh und dankbar, auch diesen Teil der Freundschaft auch weiterhin aufrechterhalten zu können, was ja auch nicht immer ganz einfach ist, wenn man dann ins Berufsleben übergeht und dann auch alle ihre Verpflichtungen haben. Aber genau, das ist auch so ein bisschen der Vorteil unseres kleinen Campuses dann auch gewesen. Es ist alles sehr familiär und ein schönes Verhältnis auch untereinander gewesen. Und so entstehen dann tolle Freundschaften.